wir sind wieder dran. Mein Name ist Peter Ströter. Ich bitte um Ruhe. Ich bin von niemandem beauftragt und das, was ich sage, geht auf meine eigene Kappe. Was momentan passiert, kann ausgehen wie das Hornberger Schießen und bringt uns nicht weiter. Ich würde aus diesem Grunde um Folgendes bitten. Dialogfähigkeit bedeutet, dass beide Seiten ein Minimum an Vertrauen zueinander haben. Sonst wird es nie einen Dialog geben. Aus diesem Grunde würde ich vorschlagen, dass sich die führenden Genossen rehabilitieren können, indem eine Untersuchungskommission... diese ungeheuren Anwürfe untersucht, eine Untersuchungskommission integer, unabhängig, damit wirklich persönliche Angriffe auch abgewehrt werden können. Denn es kann nicht sein, dass die menschliche Würde verletzt wird. Jeder muss das Recht haben, zu antworten und sich zu verteidigen. Und dieses Recht müssen wir auch den führenden Genossen zugestehen. Ich stelle aus diesem Grunde den Antrag, eine solche Untersuchungskommission einzusetzen. Sonst kommen wir in Sondershausen nicht zu dem Miteinander, das notwendig ist, um vorwärts zu gehen. Mehr war es nicht. Wir sind das hier einverstanden. Also, damit können weitere Fragen kommen. Der Vorschlag wurde akzeptiert. Ich möchte uns noch Fragen stellen von uns hier von Grün.